bist du gleich ready? Ja. Muss mich aber noch eine Stange aufbrezeln. Bisschen bitchy, oder? Nee, ich find's Bombe. Auch das ist Sprache. Aber was ist Linguistik? Linguistik ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache. Fragestellungen, die in der Linguistik untersucht werden, sind zum Beispiel ganz allgemein, was ist überhaupt Sprache, wie funktioniert Sprache, aber auch, wie erwerben wir Sprache. Wir beschäftigen uns unter anderem mit der Fragestellung, wie und warum sich Sprache entwickelt und wo der Unterschied ist zwischen geschriebener und gesprochener Sprache. J'étudie la linguistique parce que je veux élargir ma connaissance au niveau de la langue. Das Studium bietet dir die Möglichkeit, wesentlichen Aspekten der deutschen, englischen und romanischen Sprache näher zu kommen und zudem Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen zu erwerben. Estudio lingüística porque el desarrollo de los idiomas me interesa. Wir befassen uns mit Grammatik, mit Texten, mit Sprachgeschichte und Schrift und zum Beispiel mit dem Phänomen der Jugendsprache. Hey, Alter, krass! Aber was ist denn das jetzt? Kein Plan, Dinger. Um Linguistik zu studieren, sollte man ein breites Interesse an dem Phänomen Sprache mitbringen und sich außerdem gerne mit geschriebenen Texten auseinandersetzen. Des Weiteren sind gute Englischkenntnisse vonnöten. I study linguistics because I'm interested in the creation and development of language. Ideal ist dieser Studiengang für diejenigen, die Interesse an Grammatik, Satzanalyse und Phonetik und Phonologie haben. You might recognize these symbols from a dictionary. This is the part of the International Phonetic Alphabet which relates to the English language. In Phonetics and Phonology, you'll learn all about this. Other things we do are we learn how to write essays and we learn all about sentence structures. Я изучаю лингвистику, потому что меня интересует возникновение и обработка языковых знаний в человеческом мозге. In the brain, we have two main areas that are responsible for language. The first one is the Broca's area. This area is responsible for speech production. And the second one is the Wernicke's area. This one is responsible for understanding the language. Außerdem beschäftigt man sich mit dem Erwerb von Sprache sowie der Produktion und Verarbeitung von Sprache im Gehirn. Я студию лингвистику, потому что керунок студию есть велофасетный. Das herausragende Merkmal des Linguistikstudiengangs in Paderborn ist, dass es ein interdisziplinärer Studiengang ist. Das bedeutet, dass die Institute der Romanistik, der Anglistik und der Germanistik beteiligt sind. Es macht mir Spaß, hier zu studieren, weil mir die Atmosphäre zwischen den Studenten und den Dozenten sehr gut gefällt. Und auch Paderborn ist an sich eine sehr schöne Stadt.